Call of Duty Black Ops 4 kommt in diesem Jahr mit einigen Neuerungen um die Ecke, streicht etwa die traditionelle Solo-Kampagne und ersetzt diese mit einem Battle-Royale-Modus namens Blackout. Dazu kommen eine jetzt auf mehrere unterschiedliche Szenarien verteilte Zombie-Koop-Variante und der obligatorische Multiplayer-Modus. Und auch an dem hat Entwickler Treyarch fleißig geschraubt. Welche Änderungen es gibt, erfahrt ihr jetzt. Hier sind 5 wichtige Neuerungen im Multiplayer-Modus von Black Ops 4. Das Gameplay. Nein, keine Sorge, ein komplett rund erneuertes Multiplayer-Gameplay gibt's bei Black Ops 4 nicht. Es ist immer noch merkbar Call of Duty, aber die Verfeinerungen daran führen unter dem Strich durchaus zu einem anderen Spielgefühl. Wie schon in Call of Duty World War II fallen nun übertriebene und den Fans lästig gewordene Manöver wie Thruster Jumps und Wall Runs weg, weswegen sich Black Ops 4 im wahrsten Sinne des Wortes etwas geerdeter anfühlt. Und durch die noch stärkere Konzentration auf die Specialists mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten ist nun auch mehr Teamplay gefordert als bislang. Fehlender Auto-Heal. Wird man angeschossen oder verwundet, regeneriert sich die Gesundheit nach kurzer Zeit ganz automatisch. So war es jedenfalls jahrelang üblich in den Call of Duty Multiplayern, an das Auto-Heal haben sich viele mittlerweile gewöhnt. Gut möglich also, dass sich nun einige bei Black Ops 4 umstellen müssen, denn hier fällt die praktische automatische Selbstheilung weg. Stattdessen müsst ihr selbst auf einen Knopf bzw. eine Taste drücken, um die Regeneration zu starten. Das ist auch nicht mehrfach hintereinander möglich, weil die Funktion einen Cooldown hat. Und mit dem Medic gibt's zudem einen neuen Spezialisten, der die neue Mechanik noch einmal unterstreicht. Fog of War. Ja, dieses Feature mögen schon andere Spiele vor Black Ops 4 gehabt haben, für Call of Duty ist das Fog of War System aber trotzdem eine Neuerung. Fog of War oder Kriegsnebel bedeutet in diesem Fall, dass ein Großteil der Minimap unter einem dunstigen Schleier verborgen ist und ihr nur in einem bestimmten Radius um euch und eure Teammitglieder sehen könnt, was dort passiert, also ob sich dort beispielsweise Gegner befinden. Das System lässt sich durch bestimmte Specialist-Fähigkeiten wie der Pulse Vision kurzzeitig abschwächen, Treyarch forciert damit aber insgesamt noch mehr Teamwork und Absprachen. Rückstoßmuster für jede Waffe. Für ambitionierte COD-Spieler ist das wahrscheinlich mit die wichtigste Neuerung. Jede Waffe in Black Ops 4 hat nun ein nachvollziehbares Rückstoßmuster, feuert ihre Kugeln also in einer vorbestimmten Bahn. Diese Rückstoßmuster können geübte Spieler mit der Zeit erkennen und entsprechend ausgleichen. Das führt dann dazu, dass man die Eigenheiten einer Waffe mit steigender Spielzeit immer besser kennen und meistern lernt. In früheren Call of Duties war der Rückstoß größtenteils zufällig berechnet, ein echtes Lernen einer Waffe wurde somit also ungleich schwerer. Operator Mods. In Black Ops 4 gibt's eine neue Zubehörkategorie für Waffen, die sogenannten Operator Mods. Diese können, wenn ihr sie ausgerüstet habt, der entsprechenden Waffe einen einzigartigen Buff verpassen. Das Titan LMG lässt bei Speerfeuer auf eine Position beispielsweise die Sicht von Gegnern in der Nähe verschwimmen. Ob das möglicherweise zu übermächtig ist, müssen wir selbstverständlich erst noch abwarten. Zu den großen Neuerungen des Black Ops 4 Multiplayers zählen die Operator Mods aber allemal.